Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute ist der 17. Sonntag im Jahreskreis und das Thema an diesem Tag lautet: Herr, lehre uns beten. Das bedeutet, Gott will der Vater unseres Lebens sein. Wir können Vertrauen haben in Gott. Er vermag unendlich viel mehr als ich. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 1 bis 13. Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Danach sprach ihn einer seiner Jünger an: Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen. Auch Johannes hat dies seine Jünger gelehrt. Jesus antwortete ihnen: So sollt ihr beten. Vater, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Verfehlungen. Denn auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten. Dann sagte Jesus zu den Jüngern: Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn: Leih mir doch bitte drei Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Würde der Freund dann von drinnen antworten: Stör mich nicht, ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt. Außerdem könnten die Kinder in meinem Bett aufwachen. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Doch bestimmt nicht. Das eine ist sicher. Selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Darum sage ich euch: Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Liebe Schwestern und liebe Brüder, das Wort Religion heißt so viel wie Kontakt, Beziehung, Verbindung mit Gott. Doch wie komme ich in Verbindung mit Gott? Lob, Dank und Bitte sind die wesentlichen Grundelemente eines jeden Gottesdienstes. Nach der Vergebungsbitte am Anfang folgt der Lobpreis mit dem Gloria. Dann schließen sich die Fürbitten und vor der Kommunion das Vaterunser an. Die Jünger baten Jesus: Herr, lehre uns beten. Jesus hatte keine besonderen Anweisungen, sondern er nimmt seine Freunde mit hinein in sein Beten, in seine Gottesbeziehung. Jesus betet ihnen vor, das Vater unser. Er lehrt sie Vater sagen. Wir dürfen Gott alles sagen, was uns bewegt und wichtig ist, weil Gott unser aller Vater ist. Sie sagen sich jetzt vielleicht: Schön und gut, aber es hilft nicht immer. Ich habe so oft mein Herz ausgeschüttet und um etwas gebeten, aber es hat nichts genutzt. Dann fragen wir uns:
Haben wir doch nicht genug gebetet? Oder hat Gott nicht zugehört? Nun, vielleicht haben wir um das Falsche gebetet. Etwas, was ich wollte. Wir wissen es nicht. Von Dietrich Bonhoeffer stammt das treffende Wort. Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber er erfüllt alle seine Verheißungen. Deshalb lauten auch die zentralen Worte in jenem Gebet, das Jesus seinen Jüngern lehrte: Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn wir das Leben manchmal nicht begreifen, ein Wort bleibt uns: Du unser Vater. Ein kurzer Auszug aus der Autobiografie des Pastors Friedrich von Bordelschwing. Eines Nachts, als er noch ein Kind war, wachte er auf und wurde von einer unheimlichen Angst befallen. Seiner Schwester ging es ebenso. In ihrer Not flüchteten sie zu ihren Eltern ins Wohnzimmer. Er berichtet weiter: Als ich meinen Vater am Tisch sitzen sah, als er seinen Arm nach mir ausstreckte und mich auf seinen Schoß nahm, da war auf einmal alles wieder gut. Ich hatte alle Not vergessen. Vater, ich wollte nur zu dir. Beten heißt zugeben, dass wir diesen Kindern recht ähnlich sind. Wir alle kennen die Erfahrung der Angst. Beten heißt das Tun, was diese Kinder taten: zum Vater gehen. Immer wieder ging Jesus zum Beten, weg von der Menge, ganz allein. Er ging zum Vater, er erzählte ihm, was ihn beschäftigt. Er fragte ihn nach seinem Willen. Er hörte auf ihn, ja, er rang mit ihm. Sogar vor seinem Kreuzweg betete er im Garten Gethsemane: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gott will, wie für Jesus, der Vater unseres Lebens sein, das heißt, alles, was uns bewegt, ob Traurigkeit, Sorgen, was mich wütend macht, alles gehört in das Gebet hinein. Wenn sich jemand fragt, zum Beispiel bei Schicksalsschlägen, darf ich Gott meine Wut und meine Angst sagen, dann würde ich ja sagen, weil wir nur so mit Gott in Beziehung bleiben, weil wir nur so Gott in unser Leben einlassen. Ich wünsche mir und Ihnen, dass dieser Sonntag uns wieder neu ermutigt, den Weg als Kind von Vater zu gehen. Und wenn unser Gebet die Sprache des Alltags ist, dann ist Gott da. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Zwei Kumpels in der Kneipe. Da fragt der eine: Was glaubst du, wer wird wohl der nächste Mensch auf dem Mond sein? Ich wahrscheinlich, sagte der andere. Meine Frau will mich jeden Abend, wenn ich heimkomme,
auf den Mund schießen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!